Moment, außerhalb der Stadt wurden viele Dämonen gesichtet. Ohne deine Eltern darfst du die Stadt nicht verlassen. Oh ja, ganz bestimmt werden die Dämonen vor den Eltern Angst haben. Nintendo presents an Enix production. Illusion of Time. Und damit herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde, zu einem neuen Let's Play. Es wird langsam Zeit. Illusion of Time aus dem Hause Quintet, die auch schon hinter Soul Blazer standen und später hinter Terranigma. Das Ganze wurde hier im europäischen und im westlichen Raum, also auch in den USA, von Nintendo published. Ja, und das war eins dieser Spiele, die damals mit einem dicken Spieleberater zu uns kamen. Erinnert ihr euch sicher noch? So, bevor wir jetzt loslegen, noch so ein bisschen was ich loswerden will. Erstens, ja, ich habe früher immer die Retro-Let's Plays über den Bildschirm gestretched. Das werde ich jetzt in Zukunft nicht mehr machen, weil irgendwie habe ich das mal in einem Stream ausprobiert und es sieht mit so einem Rahmen doch irgendwie ein bisschen vernünftiger aus. Wenn man da auf einmal so einen Kerl hat, der eigentlich schlank ist und dann auf einmal die Figur von Bud Spencer hat. Ja gut, hätte er ja Vorteile, wenn er Watschen verteilt, aber na gut. Ich habe dieses Spiel leider Gottes nie wirklich gespielt. Also ich habe es mal ganz kurz angespielt, vielleicht 5 Minuten. Ich weiß wirklich nicht viel von dem Game. Vielleicht mal ein paar Videos gesehen, aber das kann man ja nicht irgendwie vergleichen. Deswegen, ich werde hier bestimmt an der einen oder anderen Stelle länger als andere. Und wenn ihr vielleicht so ein bisschen ein Problem damit habt, dann solltet ihr vielleicht lieber das Let's Play woanders schauen. Ich glaube, Deathmake hat ja damals die ganzen SNES-RPGs und Adventures gespielt, oder? Vielleicht bei ihm oder Herr DK hat es, glaube ich, auch gemacht. Oh Gott, das haben so viele gemacht, aber ich will es halt auch mal nachholen. Und ich bitte euch gerade, weil ich es das erste Mal jetzt richtig spiele, mir nichts zu spoilern und unterlasst bitte auch das Backseat Gaming, gibt mir keine Tipps. Solange ich nicht danach frage, werden alle Tipps, die kommen, einfach gelöscht. Ich möchte das ungespoilert genießen. Na gut, dann legen wir mal los. Spiel beginnen. Was? Bist du bereit, deine Mission zu beginnen? Nee, auf keinen Fall. Wow, wir starten in der Schule. Das fängt ja gut an. Hallo, ich bin Will. Ein Jahr ist vergangen, seit ich meinen Vater zum Turm von Babel begleitete. Mein Vater und seine Leute ereilte ein Unglück. Irgendwie habe ich es zum Südkap zurückgeschafft. Ich kann noch immer nicht glauben, dass mein Vater nicht mehr am Leben ist. Wenn ich erwachsen bin, werde ich ein Forscher und erkunde die Welt. Irgendwo treffe ich dann meinen Vater. Das ist alles für heute. War das jetzt die Schulglocke oder weil ich auf dem Steuerkreuz was gedrückt habe? Und ihr vier macht bitte eure Hausaufgaben. Außerhalb der Stadt wurden Monster gesichtet. Geht nur in Begleitung eurer Eltern hinaus. Ah, scheiße. Zu schnell weggedrückt. Ich muss zuerst nach Hause. Ich komme später nach. Also, notfalls macht er Pause an der Stelle, damit ihr das nachlesen könnt, was ich da zu schnell weggedrückt habe. Wenn du dich nicht beeilst, wird deine Mutter denken, dass du nachsitzen musst. Ja und nu? Ah, ich kann. Wir treffen uns bei der Höhle am Meer. Okay. Oh, Will, hör dir mein Gedicht an. Es war einmal ein altes Schloss und Kunibert, so hieß der Boss. Oh, come on. nee, das war jetzt nicht der Ausgang, oder? Oh, ja, wenn ich schon mal da. Hä? Moment mal. Ja, schon. Erstmal mit dem Kerl quatschen hier. Hey Will, wie oft habe ich dir gesagt, dass du nicht hier hochkommen sollst? Du machst immer solchen Unsinn. Naja, was soll's. Ich kann dich ja sowieso nicht aufhalten. Meh. Mal gucken, was uns hier erwartet, hä?
Ein Sphärenportal. Ah, schon wieder so schnell weggedrückt. Nur wenige Auserwählte könnten dieses Portal betreten. Such es auf, wann immer du es siehst. Im Portal kannst du das bisherige Geschehen speichern. Tu dies, bevor du weiterziehst. Bisheriges Geschehen speichern? Nee, brauchen wir noch nicht. So sei es, leb wohl. Also stört mich jetzt schon so ein kleines bisschen. Das, was automatisch angesprochen wird, wenn man da rangeht, seht ihr ja jetzt, ne? Ich habe jetzt nicht auf A gedrückt. Aber wenn man jetzt irgendwie zu schnell auf A drückt, weil man die Person selber ansprechen will, wenn man das nicht weiß, ne? Dann drückt man vielleicht was Wichtiges weg. Ist hier sonst noch irgendwas? Außer dem Speicherpunkt? Anscheinend nicht. Na gut. Oh, ein Fass. Da hat er bestimmt sein Bier versteckt hier. Wobei, nee, das wäre zu offensichtlich. Netter Hut. Mein Freund ist Astronom und behauptet etwas Seltsames. Ein Stern nähert sich der Erde. Okay. Seth tut mir so leid. Ich verstehe, warum er es hasst, seine Eltern jeden Tag streiten zu sehen. Ja, wer sieht das schon gerne? Das ist Lances Haus. Er lebt hier mit seiner Mutter. Sie ist schon sehr alt. Alde. Dein Vater ist bereits seit einem Jahr bei dem Turm von Babel verschollen. Mir kommt es vor, als sei es erst gestern gewesen. Sei es erst gestern. Kann ich hier irgendwas aus den Regalen klauen? Anscheinend auch nicht. Geh mir doch mal aus dem Weg, Oma. Wo ist denn Lance? Ist er nicht zu Hause? Wer auch immer Lance ist, ich habe mir hier die Gesichter der Charaktere noch nicht merken können. Hä? Ach ja, das typische NPCs sehen alle gleich aus. Ja, die hatten wir ja schon. Was haben wir denn hier? Tag. Uff, ich schaffe es nicht. Ja, was schaffst du nicht aufzustehen? Fauler Sack. Ne? Ah nee, das ist ja diese Höhle, wo wir wohl schon rein sind. Ich will hier aber noch ein bisschen... Du bist nicht ausgerüstet. Deine Mama ist nicht ausgerüstet. Ja, jetzt wird's schon niveaulos. Jetzt kommen die schlechten Mutterwitze. Hä? Was war das? Ah, jetzt habe ich schon wieder... Ey, das ist... Also, es nervt auch, wenn man das Steuerkreuz drückt. Da gehen die Texte manchmal auch weg. Lass mich in Ruhe. Ich mache mit meinem Geld, was ich möchte. Ja, sehr netter Vater. Oh, dieser Mann, er raubt mir die letzten Nerven. Wie konnte ich ihn nur heiraten? Ich hätte ihn schon längst verlassen, wenn Seth nicht wäre. Ach, dann hat einer von denen den Krug geschmissen. Wenn ich den Wind durch dein Haar wehen sehe, beneide ich dich. Nicht so wie meines unter dem Tuch. Ja. Hier wohnt mein Freund Erik. Dies ist das größte Haus im Südkap. Will träumt davon, auch mal ein Haus zu besitzen. Okay. Tag. Wie war es in der Schule? Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Lernen ist wichtig, um später das Finanzamt zu hintergehen. Jawohl. Die Oma gefällt mir. Ach, man kann auch schneller... Ach so. Jeder beneidet uns um unser großes Haus. Was denken die eigentlich? Wir waren schließlich die Ersten in dieser Stadt. Naja. Gut, ich sag mal, man hat sich ja das Zeug auch irgendwo... Was zum Teufel? Ey, dein Kopftuch brennt. Hier war sonst nichts weiter, nur wieder eine Treppe nach oben und ja. Keine Angst, ich brenne nicht. Mir raucht nur der Kopf wegen dem vielen Stress. Aha, der Kopf raucht wegen dem vielen Stress. Den ganzen Tag dieses große Haus putzen, das steigt an. Ja, kann ich mir vorstellen. Ah, du bist doch die mit dem süßen Hut. Ja, hier geht's wieder mit dem Steuerkreuz nicht, wenn ich sie anspreche. 6, 7, 8, 9, 10.
Hä? Seltsam, das Spiel erinnert mich an ein altes Kinderspiel. Das habe ich gespielt, als ich noch klein war. Hä? Wow! Im Moment ab. Oh nein! Hey, du Rotznase, das ist gefährlich, sei vorsichtig! Ich gebe dir gleich Rotznase. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal hoch. Weil da war noch was, was ich mal kurz überprüfen wollte. Ach so, das ist nur eine. Wie bescheuert ist das denn bitte? Man kann hier von so einem Fußweg einfach so rüber auf das Dach des größten Hauses in der Stadt. Ich bin besorgt. Ein Haufen dubioser Händler macht hier seit kurzem Geschäfte. Ey, du da, bevor du da reingehst. Ich reise sehr viel umher und verkaufe den Leuten Waffen. Es sind zwar unruhige Zeiten, aber an Kinder verkaufe ich keine Waffen. Und wenigstens ein bisschen Moral, wa? Hä? Jetzt raucht mein Arsch. Hier riecht's gut. Ich habe keinen Ofen, also koche ich in diesem Topf. Okay. Nee, das war die Schule, oder? Nee. Bloß weg. Hey! Moment, außerhalb der Stadt wurden viele Dämonen gesichtet. Ohne deine Eltern darfst du die Stadt nicht verlassen. Oh ja, ganz bestimmt werden die Dämonen vor den Eltern Angst haben. Ach, das ist ja wieder dieser komische Speicherpunkt gewesen. Naja. Gehen wir jetzt mal zu dieser komischen Höhle. Tag. Für die vier Freunde ist die Höhle am Meer ihr zweites Zuhause. Sie treffen sich hier nach der Schule, um bis abends hier zu spielen. So, ich hab mal lieber gewartet, nicht, dass da noch Text kommt, den ich versehentlich wegdrücke. Was ist los, Will? Es ist schon spät. Ich spiele noch mit Seth Karten, bin gleich soweit. Haha, ich werde ganz sicher gewinnen. Plötzlich erscheint Erik. Er scheint sehr aufgeregt zu sein. Ich habe Neuigkeiten, große Neuigkeiten. Die Prinzessin von Edwards Schloss ist weggelaufen. Hä? Man vermutet sie hier in im Südkap. Das ist alles? Du bist hier hineingeplatzt, als sei etwas Schlimmes passiert. Wow, wie mitfühlend. Könnte es sein, dass du dich in die Prinzessin verliebt hast? Nein, aber vielleicht kommen die Soldaten hierher, um nach ihr zu suchen. Wenn die Soldaten hier auftauchen, bekommen wir Ärger, denn wir dürfen hier nicht spielen. Oh, wie fies. Was ist das hier? Komm her, Will, und setz dich neben Erik. Okay. Wir sind komplett. Was wollen wir machen? Auf dem Kopf stehen und lachen? Verdammt. Ich möchte Wills kinetische Kräfte sehen. Was ist denn los mit mir? Kannst du sie noch nicht? Kennst du sie noch nicht? Alter, ich mach mal meine Augen hier. Augenschaden hier oder was? Er bewegt Dinge, ohne sie zu berühren. Er hat die Statue dort in der Ecke verschoben. Mach's doch einmal, Will. Okay. Ja. Wie denn? Du bist nicht ausgerüstet. Ja, das hat. Ah! Mit R also. Ja, sie hat sich bewegt. Zieh eine Karte, irgendeine. Ich drehe vier Karten um. Versuch das Karo Ass auf Anhieb zu finden. Okay. Nimm jetzt die Karte, von der du glaubst, dass sie sei das Karo Ass. Will nimmt eine Karte. Es ist natürlich das Karo Ass. Ah, richtig. Ups, ich bin sprachlos. Hey Seth, das ist doch so eine Art von Psychokraft, oder? Es muss sich um eine Art psychische Kraft handeln. Ich wüsste auch gerne, was sich dahinter verbirgt. Und ja, das war die alte Rechtschreibung, wo noch so viele SZs vorkamen.
Die meisten Leute haben 5 Sinne. Sehen, hören, schmecken, riechen und fühlen. Ist Fortpflanzen nicht auch sowas wie ein Sinn? Also das hat ja jeder in sich drin, dass er... Ach, egal. Ich vermute, Wills Psychokraft ist eine Art 6. Sinn. Was Seth erzählt, ist viel zu kompliziert für mich. Lass uns noch einmal spielen, Seth. Janu? Wenn ich das nur auch könnte. Hahaha, ich werde ganz sicher gewinnen, das hatten wir ja schon. Nur noch ein Spiel mit Seth und dann gehe ich, ja, und ich gehe nach Hause. Kann ich das Ding nochmal wegziehen? Ja, irgendwo hinziehen? Es ist bereits dunkel, als Will die Höhle verlässt. Das hätten wir jetzt nicht von alleine gesehen, dass es hier dunkel ist. Oh, jetzt sitzt er woanders. Auch wenn ich mich anders hinstelle, kann ich es nicht hochziehen. Was? Was kannst du nicht hochziehen, du Bob? Ah nee, das waren ja die Streithammel. Das war die komische Schule. Drückst du das Steuerkreuz 2-mal in die gleiche Richtung, kannst du rennen. Ja, das habe ich inzwischen schon rausgefunden. Ach, das sind Fenster. Ich dachte, das wären auch Türen. Wo wohne ich denn jetzt überhaupt? Hier? Nee, oder? Das war ja der Spinner. Mann, Gedächtnis wie ein Sieb. Ja, ja, das hatten wir schon mit den Dämonen. Oder was hier? Das ist mein Haus. Oma Lola bereitet gerade eine Pastete zu. Die riecht aber lecker. Schwein! Ein Schwein ist in Wills Haus eingedrungen. Was macht dieses Schwein in meinem Haus? Ich glaube, es möchte sich als Schweinebraten zur Verfügung stellen. Grunz, grunz. Ey, Miles Zockerzone, der spricht deine Sprache. Halt nu. Hä? Was? Hamlet, du sollst keine Fremden angrunzen. Was zum Teufel? Ist das etwa... Ja, kommt, Leute. Das ist offensichtlich, oder? Ist das dein Haus? Ja, eigentlich gehört es meiner Oma. Oder seinen Eltern halt, ne? Es gehört meinen Eltern. Du siehst ein bisschen schäbig aus. Alter, erst kommst du in mein Haus so ungefragt und dann beleidigst du mich auch noch. Es gibt wichtigere Dinge. Wo sind deine Eltern? Nicht zu Hause? Sind das auf dem Bild dort deine Eltern? Mein Vater ist ein Forscher. Er... Ich weiß, Ullmann der Forscher. Man sagt, er sei verschollen. Eines Tages wird er zurückkommen. Denkst du oft an deinen Vater? Also, ich würde mich von einer Wildfremden, die plötzlich in meinem Haus steht, nicht irgendwie in Gespräche verwickeln lassen. Ich würde die hochkant rausschmeißen. Es muss sehr schwer sein für dich. Ich fühle mit dir. Finde ich ja nett von dir. Magst du eigentlich Musik? Ja, meine Oma Lola ist eine begnadete Sängerin. Ich hörte sie oben singen. Sie hat eine schöne Stimme. Ja, und... Und sonst, ja... Warte mal, ich zieh dich da... Der geht nicht. Willkommen zu Hause, Will. Wenn ich singe, verliere ich jegliches Zeitgefühl. Das Essen dauert noch. Unglaublich, so hat Oma schon lange nicht mehr gesungen. Deine Großmutter Lola war eine große Sängerin. Ihre Stimme hat mich verzaubert, deswegen habe ich sie auch geheiratet. Das ist schon so lange her. Will, du solltest nicht überrascht sein zu hören, dass das Mädchen, das gerade hier war... Hilfe! Ein Schrei von unten. Ja, was ist mit dem Mädchen? Es ist die Prinzessin, hm? Der Schrei kam von dem Mädchen. Ja, und wie langsam die dann runtergehen.
Kara, wir haben dich überall gesucht. Ich kenne dich nicht, verschwinde. Aber Kara, wenn ich dich nicht zurückbringe, werde ich um meinen Kopf kürzer gemacht. Was kümmert es mich, ob du deinen Kopf verlierst? Prinzessin! Ja, war eindeutig hier. Ja, das war schon mit Ansage. Hm? Denkst du, ich habe nichts anderes zu tun, als dir nachzujagen? Darf man denn eine Prinzessin duzen? Ich muss dich zurückbringen, Befehl des Königs. Ja. Will, ich musste dich anlügen. Ich bin Kara, die Tochter des Königs. Es kommt mir vor, als würden wir uns schon lange kennen, als wären wir gute Freunde. Hä? Aber die Großeltern wussten anscheinend was davon. Das arme Mädchen, weil die haben ja gesagt, es wird dich vielleicht überraschen zu hören, dieses Mädchen ist. Und dann wurden wir ja unterbrochen. Edwards Schloss. Darunter befindet sich eine große Unterführung. Dein Großvater hat sie gebaut. Opa, ehrlich? Ah, schon wieder! Unter dem Schloss ist ein Gefängnis. Es ist wie ein Labyrinth gebaut, um jede Flucht zu verhindern. Also ich darf nicht mehr ans Steuerkreuz hier irgendwie. Ich fühle mich schuldig, weil ich ein Gefängnis gebaut habe, in dem Leute für immer verschwinden. Genug geredet, das Essen ist fertig. Och, hier wurde ja bloß gerade jemand einkassiert und wir können friedlich essen. Ich habe eine leckere Pastete gemacht. Lasst uns nach oben gehen. Darf ich jetzt schon? Okay. Ah, Leute, ich habe da nur ein Bett gesehen. Es gibt leckere Schneckenpastete mit Schlagsahne. Ich finde ja schon Schnecken nicht gerade... Ich aß nur ein Stück. Opa Bill hat die halbe Pastete verdrückt. In dieser Nacht träumt Will von einer großen Weltreise mit Kara. Warum auch immer. Am nächsten Morgen geschieht etwas Unvorhergesehenes. Aber ich denke mal, was hier Unvorhergesehenes passiert, das werden wir im nächsten Part sehen. Ich hoffe, das Let's Play wird euch gefallen. Könnt mich ja auf dieser Reise, wo ich dieses Spiel das erste Mal für mich entdecke, gerne begleiten. Ja, und wir sehen uns im nächsten Part hoffentlich in alter Frische wieder. Haut rein, Leute!